Und der Ball geht an den Block und von da hin ins Aus. Julia Retzlaff. 4:3 für den Schweriner SC. War gut geschlagen, der Ausgleich für die Gäste. 4:4. Grit Lehmann nun bei der Angabe. Der ist soweit. Und so 5:4 für den Schweriner SC. Julia Retzlaff nun bei der Angabe. Auch der ist aus. 5:5. Christine Kaspersky mit dem schönen Schmetterschlag zum 6:5 für den Schweriner SC. Patricia Thormann jetzt mit dem Aufschlag. Auch der ist soweit. 6:6. Manja Siemens mit der Angabe. Und den haben sie schön geholt mit dem Block und der Ball ist zu weit. 7:6 für den Schweriner Sportclub. Denise Hanke nun wieder bei der Angabe. Und den können die Suhler nicht mehr holen. Und so steht es 8:6 für den Schweriner SC. Denise Hanke bei der Angabe für den Schweriner SC. Und den haben sie rübergedruckt von Sohl. 7:8 aus der Sicht der Gäste. Birgit Thum mit dem Aufschlag. Und er bleibt im Netz hängen.
Und so steht es 9 zu 7 für den Schweriner SC. Lisa Thomsen kommt nun für die Angabe für den Schweriner SC. Der Ball abgefälscht und dann ins Aus. 9 zu 8. Angabe für den VfB Suhl. Nun Natasa Rapajic. Dort abgelegt, klasse abgeschlossen. Charlie Jans mit dem 10 zu 8. Und Charlie Hans geht dann auch gleich zur Angabe. Und der Ball geht in den Block und von da an ins Aus. 11 zu 8 für den Schweriner SC. Und Auszeit für Suhl. Nach der Auszeit geht es weiter. Charlie Jans beim Aufschlag 11 zu 8 für den Schweriner SC. Und der Schlag geht in den Block. Und damit auf Gabenwechsel zu Dominik Steffen auf Seiten vom VfB Suhl. Spielstand 11 zu 9. Und das war ein hervorragender Lupfer von Maja Pachale zum 12 zu 9 für den Schweriner SC. Der Ball ist zu weit. Dann haben wir einen Aufschlagwechsel und 12 zu 10. Grit Lehmann nun bei der Angabe. Und das war ein Ass zum 12 zu 11. Der Punkt wird für den VfB Suhl gegeben, 12 zu 12.